Servus liebe YouTube-Gemeinde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute in diesem Video geht es um ein spezielles Projekt. Das ist so speziell, ich sag nichts, schaut einfach zu und verpasst nicht den Anfang. Genau jetzt aufpassen, jetzt. Batman und Superman gleichzeitig spielen, falls ich es überlebe. Los geht's. So, jetzt muss ich das Stromkabel reinbohren. Das ist in der Höhe von 76. 41 muss ich so. 41. Strom habe ich, glaube ich, abgedreht. Hier werde ich ein paar Tropfen Montagekleber geben, denn die Platte ist hier und hier verschraubt. In der Mitte wäre nichts. Ich habe Angst, dass es zum Brillen anfängt. Also, wenn man dagegen schlägt, oder dass sie sich bewegt. Es gibt mehrere Gründe, aber ganz genau weiß ich eigentlich keinen. Ich gebe hier ein paar Punkte. Hier einen. Da mache ich eher größere Punkte und die drücke ich ja dann zusammen. Und dann weiß ich, dass der, oh je, dass der Leerraum sicher hinten angefüllt ist. Also dass kein Hohlraum dann ist. Jetzt brauche ich nur noch die Platte holen. Und passen sollte sie auch. Kabel durchführen. Und jetzt muss ich nur quasi an den Anschlag drücken und anschrauben. Ist wieder 100% dicht geworden. Jetzt noch schauen mit dem Schock, ob ich hier passt natürlich auch. Aber hier nicht 100%, ein Viertelmillimeter haben wir hier eine Sutte, das sollte zurück, aber der Kleber hält es dann und es kann sich in Zukunft nicht mehr bewegen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, dass im oberen Bereich ca. ein Viertelmillimeter hier Luft ist. Es müsste diese Platte ein wenig hinein, aber sollte kein Problem sein. Dann kann ich hier später den Strom montieren und jetzt geht es an die Reihe, den Rahmen, der ist jetzt schon trocken. Ich habe ihn mit Öl gestrichen und hier gleich reingekeilt. Dann kann er mir nicht umfallen und jetzt werden wir ihn genau auskeilen. Das haben wir aber schon gesehen, das ist dasselbe Prinzip wie bei den Fensterleibungen von der anderen Wand. Da erkläre ich jetzt nicht allzu viel. Wie gesagt, da müsst ihr auch das andere Video ansehen. Es ist sowieso sehenswert, das andere Video. Eigentlich sind alle Videos sehenswert. Ich gebe mir da so viel Mühe, dann schaut euch bitte die anderen Videos an. Ein Tropfen Schaum. Hier habe ich jetzt eine 2x2 Leiste angeschraubt, damit, weil hier kann ich nicht schrauben, dass ich hier das Fenster, also die Fensterleibung, und hier oben werde ich es leimen und eine Zwinge ansetzen. Also diese Teile werde ich leimen müssen, schrauben geht nicht. Außer von dieser Seite, da muss ich noch Schrauben ansetzen. 4 Stück. Und jetzt werde ich hier leimen und hoffen, dass es passt. Also, dass die Platte passt. Ich habe nämlich jetzt nicht probiert, wenn die jetzt nicht passen würde, wäre das jetzt schön blöd. Wow, ist der Hammer. Ich hoffe, das geht da jetzt hinein. Hier kann ich schon schrauben. Hier habe ich 2 cm. Und hier habe ich etwas mehr. Und hier unten kann ich jetzt eine Zwinge ansetzen. Und hier oben dasselbe. Vorsichtig anziehen, die hat nämlich keinen Kopf mehr. So, und jetzt kann ich kontrollieren, ob das trotzdem passt. Hier haben wir 17 mm und hier oben 18 mm und hier 18 mm. Na, man kann sagen, das passt. Jetzt brauche ich hier noch ein kleines Stück. Das wird dann sowieso nur geleimt. Denn hier kann ich gar nicht schrauben. Da werde ich Leim geben und hoffen, ja, wird schon passen. Ah, hier ist auch die Luft perfekt. Thank you.
Hier kann man erkennen, unten liegt der Stock ganz an und hier ist 2 mm Luft. Da hat sich irgendwie ein Fehler eingeschummelt beim Montieren. Und ich kann auch nicht ganz hinein, weil hinten beim Stock der Balken hier etwas im Weg ist. Also ich habe das hier sehr knapp bemessen alles, weil ich weiß, es gibt eine elektrische Handhobelmaschine und jetzt kann ich hier einmal drüber hobeln und dann ist genau diese 2 mm weg, die mir fehlen. Jetzt habe ich mir das hier angerissen leicht, einen Millimeter. Ich unterhoble, das heißt, ich halte die Maschine schräg, dass hinten Luft ist. Durch das Unterhobeln passe ich jetzt hier ganz genau, auch unten. Und hier liege ich jetzt auch schön an. Das muss sich dann, die Spannung muss sich dann auskeilen. Aber wichtig ist auch, dass das hier im rechten Winkel ist. Ich werde das jetzt schleifen, streichen, trocknen lassen über Nacht und dann wieder streichen. Und dann werde ich es zusammenschrauben erst. Denn wenn ich das jetzt schon zusammenschraube, kann ich das alleine nicht ordentlich bewegen. Vor allem habe ich ja auch nicht so viel Platz, um das Ganze hier handeln zu können. Also schleifen und streichen. Da hinten die letzte Platte ist etwas spannend. Da hinten kann ich ja nicht mehr schrauben, wenn ich nicht auf Sicht schrauben will. Jetzt gebe ich ein paar Punkte Montagegeber, hier kann ich schrauben und hin spreizt sich das ein und morgen ist es trocken. Ihr werdet da jetzt nicht gut hersehen, sehr eng hier. Hier kann ich andrücken, denn da ist eine Unterkonstruktion, also das passt dann auf jeden Fall. Die obere Platte muss ich noch schrauben, wenn ich am Gerüst bin, da kann ich nicht dazu. So, und jetzt gebe ich hier Backe, also Zwischenbeilage, dass sich der Druck besser aufteilt. Da könnt ihr leider nicht herschauen, da kann nicht mal ich hinschauen. Dann werde ich noch zusätzlich Teil. So habe ich das jetzt gespreizt. Oben noch zusätzlich einen Keil. Oder ich sollte noch eine zweite. Aber wenn ich hier schaue, hier passe ich ganz genau. Und hier ist geschraubt. Und es ist wieder alles dicht. Sollte ich hier oben eine Spreize noch schneiden. So, die ist jetzt fertig montiert. Oben habe ich auch noch eine Spreize gegeben. Denn sicher ist sicher. Und hier mache ich das mit demselben Prinzip. Montagekleber. Spreize ich mich hier in der Maschine ein. Da muss ich etwas wegschneiden. Die Kontrolle. Auch hier schon. Hier noch. Passt. Hier könnte es da. Sagen, wir verabschieden uns für heute, wir lassen das alles trocknen. Ich habe den Stock jetzt schon einmal gestrichen, der muss trocknen. Diese ganzen Silikone und Montagekleber müssen trocknen. Ich muss was trinken, sonst trockne ich auch aus. Und ich sage danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es hier weitergeht an dieser Wand. Mit Fächer, Türen, oben Eisenplatten, unendlich viel Arbeit noch. Also bis dann, danke, tschüss. Willen.